Liebe Geschwister, ich möchte gerne ein ermutigendes Wort vor uns stellen im Blick auf das neue Jahr, und zwar aus 1. Chroniker. 1. Chroniker 3, Vers 23. Und die Söhne Nearias, Eljoenai und Hiskia und Asrikam 3. Und die Söhne Eljoenais, Hodajeva und Eliashiv und Pelaya und Akub und Jochanan und Delaya und Anani 7. Und noch ein ermutigendes Wort aus Kapitel 4, 34. Und Meshobab und Jamlek und Joscha, der Sohn Amazias, und Joel und Jehu, der Sohn Joschibias, des Sohnes Seraias, des Sohnes Asiels, und Eljoenai und Jakuba und Jeschochaja und Asaja und Adiel und Jeschimiel und Benaja. Bis dahin. Warum habt ihr gelacht? Ich habe erst Gottes Wort gelesen und wir haben die ganz wichtige Belehrung in Bezug auf das ganze Wort Gottes in 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Das alle betont eben nicht nur das Alte, sondern das Alte und das Neue Testament zusammen. Und es gilt für die ganze Schrift, die von Gott inspiriert ist, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung. Mit welchem Ziel? Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Das Wort Gottes rüstet uns aus. Und wenn wir aus dem, für das neue Jahr ausgerüstet werden wollen, dann brauchen wir eben Gottes Wort. Und darum haben wir gelesen aus 1. Chroniker 3, Vers 23. Und das gilt auch hier. Aber natürlich kann ich verstehen, dass man ein bisschen lächelt über mich. Ich sage nicht ausgelacht. Wo ist die Erbauung? Nun, die Erbauung kommt natürlich nur durch die Verständlichkeit. Darum erklärte der Apostel Paulus auch in 1. Korinther 14, wenn jemand in Sprachen spricht in der Gemeinde. Und das waren wirkliche Sprachen, das biblische Sprachenreden, nicht wahr? Das sehen wir aus Apostelgeschichte 2. Die konnten alle möglichen Sprachen aus Asien, Afrika, Europa, wird dort aufgezählt. Aber das nützte eben in Jerusalem nur denen etwas, die die Sprachen verstanden haben. Aber die, die es verstanden haben, die sagten, wie hören wir die großen Taten Gottes? Und die anderen, die sind zynisch geworden. Die haben gesagt, sie sind voll süßen Weines. Aber für die, die es verstanden, war es erbaulich. Und der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 14, wenn jemand in einer Fremdsprache spricht in der Gemeinde und es wird nicht übersetzt, dann gibt es keine Erbauung. Aber wenn es übersetzt wird, dann gibt es Erbauung. Und nun, das ist ja der Grund, warum wir alle eine deutsche Bibel haben. Und natürlich ist eben ein Problem, gerade in 1. Chroniker 1 bis 9, da haben wir die ganzen Geschlechtsregister. Beginnend mit Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mehalalel und so weiter. Diese 9 Kapitel sollen zeigen, dass die ganze Menschheit miteinander verwandt ist. Und nun haben wir daraus gelesen, ganz viele Namen und die werden nicht übersetzt. Und das ist das Problem. Darum habt ihr gelacht. Wenn ihr jeden Namen verstanden hättet, hättet ihr, ach, wunderbar, gesagt. Ja, also vielleicht müsste man das mal machen, die Stammbäume grad übersetzen, dass man die ganze Botschaft dabei auch hat. Und dann gibt es wirklich Erbauung. Und zwar wird hier das ganze Evangelium verkündigt. Es gibt ein Buch, es ist vergriffen.
Aber es ist so gut, dass ich es trotzdem nenne. Weil man kann es auf dem Internet als PDF ganz einfach finden. Abraham Meister, die Namen der Bibel. Das ist so hilfreich. Das sollte man so bei sich haben. Eben, jetzt kann man nicht als Buch, sonst würde ich sagen, das Buch muss man haben. Man muss Bücher in die Hand nehmen und blättern. Das ist ganz anders als PDF. Aber da es nicht besser geht als PDF, dann PDF. Und dann kann man die Namen übersetzen und es ist so reichhaltig. Wir haben gelesen in 1. Chroniker 3, 23 und die Söhne Nearias, Elioenai. Dann auch Hiskia, Asrikam. Und dann weiter, Vers 24, und die Söhne Elioenais. Also dieser Elioenai, auf den möchte ich fokussieren. Einfach aus der Fülle von Belehrungen. Alle diese Namen erzählen uns nämlich vieles darüber, wie Gott ist, wer Gott ist, wie Gott handelt. Ja, sogar das Evangelium. Also, wenn ich das so sage, dann muss ich es auch ein bisschen belegen. 1. Chroniker 1, Vers 1. Adam, Seth, Enosh. Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Methuselah, Lamech, Noah. Das war das ganze Evangelium, nicht wahr? Adam heißt der Mensch. Kommt von der Wurzel Adama, das bezeichnet die rote Ackererde. Aus der hat Gott den Menschen erschaffen, vollkommen, sinnlos. Aber dann haben wir Seth. Und Seth bedeutet Ersatz. Das kommt von Lashit. Das heißt, also Schied heißt setzen, stellen, legen. Ersatz ist also jemand, der gesetzt wird. Und die Stelle eines anderen. Und Enosch, das heißt auch Mensch. Aber Adam heißt schon Mensch. Ja, natürlich. Aber Adam ist eben der Mensch, so wie Gott ihn erschaffen hat. Enosch kommt von der Wurzel Anash und das heißt böse sein. Sterblich sein. Das ist der Mensch, der gefallen ist. Also, Adam, der Mensch, wie Gott ihn geschaffen hat, kam in die Stellung eines sterblichen Sünders. Das ist die Belehrung im Neuen Testament, dann in Römer 5, dass wir durch Adams Fall alle in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind. Gerade kürzlich habe ich etwa 2 E-Mails bekommen mit der Frage, was können wir dafür, dass wir als Sünder geboren worden sind? Macht uns Gott dafür verantwortlich? Habe ich gesagt, nein. Gott macht uns nicht für etwas verantwortlich, wofür wir nichts tun können. Wir haben uns nicht entschieden, dass wir als Sünder geboren werden möchten. Aber wir sind es. Wir sind geboren worden, indem wir die sündige Natur von Adam geerbt haben. Und diese verderbte Natur ist es, die uns ständig zum Bösen hin drängen will. Und so sind wir also durch Adam in die Stellung von Sündern versetzt worden. Aber, ich habe dann geschrieben, als Antwort, aber es ist so, dass jeder von sich ganz genau weiß, manchmal für bestimmte Situationen, wo er sie bewusst etwas getan hat, was sogar gegen das eigene Gewissen ging. Und dafür macht uns Gott verantwortlich. Wir haben uns immer wieder für das Böse entschieden. Und das macht Gott uns verantwortlich. Ja, aber weil Gott ein Gott der Liebe ist, will er uns aus diesem Problem herausführen und retten. Darum hat er den Herrn Jesus gesendet vor 2000 Jahren als Retter in dieser Welt. Also nochmals, Adam, Seth, Enosh. Der Mensch kam in die Stellung eines sterblichen Sünders. Ich mache jetzt einen ganzen Satz daraus. Ich mache das wie Daniel vor Belsatzar. Niemand konnte die Schrift lesen, Daniel 5, an der Wand. Also das Lesen war schon mal ein Problem. Und nur Daniel konnte das. Und dann hat er übersetzt, hat er gelesen, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und dann hat er in ganzen Sätzen erklärt, was das bedeutet. Gezählt, gewogen,
und zerteilt. Du bist, sagte zu König Belsazar, deine Tage sind gezählt und du bist gewogen worden, zu leicht erfunden, also du kannst vor Gott nicht bestehen, und dein Königreich wird geteilt werden und den Medern und Persern übergeben werden. Aufgrund dieser Wörter, mene, mene, tekel, ufasin, das bedeutet ganz wörtlich, mine, mine, Schäkel und halbe Mine. Mene, Mine, Tekel ist aramäisch für Schäkel. Und dann eben Farsin, das sind geteilte Maßeinheit. Ja, und so hat Daniel die Wurzel abgeleitet. Mene kommt von Mena, zählen. Also die Mine ist das Gezählte, ja? Gezählt, gezählt sind deine Lebenstage. Tekel kommt von Takal, hebräisch Shakal, heißt wiegen. Du bist gewogen worden und zu leicht erfunden worden. Und Farsin kommt eben von der Wurzel Paras, das heißt teilen, also was eben eine halbe Maßeinheit ist. Und so sagt er, dein Königreich wird geteilt werden und anderen zuteil werden. Und dann ist noch ein Wortspiel, weil das Wort Paras ist auch das Wort für, das anklingt an das Wort für Perser. Dein babylonisches Reich wird den Persern übergeben werden. So wird das gedeutet. Jetzt machen wir das Gleiche. Adam, habe ich erklärt, woher die Wurzel kommt. Der Mensch, Set, in die Stellung eines sterblichen Sünders. Kenan heißt der Weinende. In die Stellung von einem sterblichen Sünder, der weinen muss. Über so viel Leid, das die Sünde in diese Welt gebracht hat. Und dann Mahalalel. El heißt Gott. Mahalal, das Halal, das ist verwandt mit Halleluja. Lobt den Herrn. Mahalal heißt gelobt, ist Gott. Der gelobte Gott, Jeret, kommt von Jarat herabsteigen. Der gelobte Gott stieg herab. Henoch, Chanoch auf Hebräisch ausgesprochen, heißt der Geweihte, der Hingegebene. Der gelobte Gott stieg herab, sein Leben war geweiht. Der Jesus hat sich in diesem Leben von 33 Jahren, hat er sich völlig dem Vater hingegeben, bis in den Tod. Ja, und da ist es Methuselah. Hebräisch sagen wir Methuselah. Metu heißt Mann, Schelach, Wurfspieß. Und darum kann man Wörterbüchern lesen, Mann des Wurfspießes. Aber man muss dazu sagen, Met heißt Tod. Also wenn einer da tot liegt, dann sagt man Met. Hu Met, er ist tot. Met U Schelach heißt, so wird er es senden. Ist er tot? So wird er es senden. Das heißt also, sein Tod sendet. Lamech kann man umschreiben als wilder Mensch. Noah, Ruhe. Noach heißt Ruhe. So endet die Sintflutgeschichte. Die Arche ruhte auf dem Gebirge Ararat. Das ist ein Wortspiel mit dem Namen Noach, Ruhe. Also jetzt haben wir das ganze Evangelium. Der Mensch, so wie Gott ihn gemacht hat, kam in die Stellung eines sterblichen, weinenden Sünders. Der gelobte Gott stieg herab. Sein Leben war geweiht. Sein Tod bewirkt dem wilden Menschen Ruhe. Ich habe gesagt, das ganze Evangelium ist da. Und natürlich, wenn man nur liest, Adam, Seth, Enosch, dann ist das eben so wie in Jerusalem. Und die sagen, die sind voll süßen Weines. Weil man das nicht versteht. Aber jetzt sieht man, welchen Reichtum der Geist Gottes in 1. Chroniker hineingelegt hat. Genauso wie in die ganze Heilige Schrift. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung und so weiter, wie wir gelesen haben. Und jetzt, mein Herzensanliegen war eben, einfach diesen Namen Elioenai herauszunehmen. Aber ich habe jetzt noch viel mehr dazu gesagt.
Aber ich glaube, wenn man eben noch viel mehr dazu sagt, dann kann man das Einzelne im Gesamtzusammenhang noch mehr würdigen. Ja, und jetzt schauen wir uns diesen Elioenai an. In Kapitel 3, hier wird nämlich gerade die Nachkommenschaft von König David behandelt. Also diese Familie, die auch auf Jesus Christus hinführte. Josef war aus dieser Linie, aus dem Haus Davids, aber auch Maria. Aber natürlich ihr gemeinsamer Vorfahre, 1000 Jahre früher. Aber beide gingen auf die davidische Linie zurück. Und da finden wir unter anderem einen Elioenai. Und dieser Name hat es uns so angetan, dass wir vor vielen Jahrzehnten, als wir ein erstes Baby bekamen, ich weiß noch, wie das bei der Geburt war. Das habe ich nie mehr vergessen. Geburten sind Höhepunkte des Lebens. Da kommt man an die Grenzen von dem, was man erlebt. Und ich weiß noch, ich habe das Baby gebadet, gleich nach der Geburt. Und das habe ich gern gemacht. Und dann haben wir ihm den Namen gegeben, Nathan. Das heißt, er hat gegeben. Wollten ihn ganz bewusst als ein Geschenk Gottes annehmen. Und dann haben wir noch einen Wunsch hinzugetan, Elioenai. Und das heißt, meine beiden Augen sind auf den Herrn gerichtet. Ein ganzer Satz. Ja, El heißt hier am Anfang nicht Gott. Daniel heißt Richter, mein Richter ist Gott. Aber El ist auch das Wort für auf, hin. Ja? El Al. Das hat nichts mit Gott zu tun. El Al heißt hin nach oben. Ja, weil El Al Maschinen normalerweise von unten nach oben abheben. Und das ist übrigens auch ein Wort aus dem Buch Hosea. In Israel nimmt man einfach ganz normalerweise alles Mögliche im Alltag aus der Bibel. Also, El heißt auf, Jo ist die Abkürzung des Gottesnamens Yahweh, der Ewigseiende. Was wir dann eben wie in der Synagoge, wo man, wenn der Name Yahweh kommt, aus Ehrfurcht nicht ausspricht, sondern man sagt Adonai, Herr, im Neuen Testament, eben wenn der Name Yahweh im Alten Testament gemeint ist, immer und immer wieder, an so vielen Stellen steht dann Herr. In der deutschen Übersetzung machen wir darum im Alten Testament Herr mit Großbuchstaben. Also Elio, auf den Herrn, den Ewigseienden, der der Ursprung allen Lebens ist. Enai, Ayin heißt Auge. Enayim heißt die beiden Augen. Ayin, das ist die Dualform. Ich meine, auf Deutsch haben wir nur Einzahl, der Fisch, und Mehrzahl, die Fische. Aber wir haben kein Wort, wo man die Zweizahl ausdrückt. Aber auf Hebräisch, Ayim am Schluss, das ist die Zweizahl. Enayim, zwei Augen. Osnaim, zwei Ohren. Sfatayim, zwei Lippen. Oder Yadayim, zwei Hände. Raglayim, zwei Füße. Und Enayim, also zwei Augen. Aber dann ist es noch verknüpft. Enai ist die Dualform mit dem Wort mein. Meine. I. Enai heißt meine beiden Augen. Und darum Elioenai auf den Herrn, Großbuchstaben, sind meine beiden Augen gerichtet. Nicht nur eins. So wie Moshe Dayan. Der Militärbefehlshaber im Sechstagekrieg, der hatte da so eine Augenbinde. Und einmal, als ich Jahre später von Tel Aviv nach Zürich flog, mussten warten im Flugzeug, plötzlich kommt ein Mann rein mit einer Augenbinde. Oh, das ist Moshe Dayan. Aber eben, der konnte nur mit einem Auge schauen. Und hier steht, mit beiden Augen auf den Herrn schauen. Und sehen wir da, Vers 23, Elioenai.
Vers 24. El Yoenai. Und jetzt könnte man mit der Konkordanz weitergehen. Und dann findet man eben, ja, Kapitel 4, Vers 36. Da geht es um die Söhne Simeons. Und da geht es auch an El Yoenai. Ha, das war nicht einfach das Vorrecht der Familie Davids, dass man einen El Yoenai da hat. Sondern auch im Stamm Simeon hat man gesehen, die Wichtigkeit, ein Kind das auf den Weg zu geben. Das war bei uns wichtig, mit jedem Namen, den wir unseren sechs Kindern gaben. Und wir gaben ihnen dann nicht nur einen, sondern zwei. Und dem letzten, den gaben wir noch alle, die wir hatten. Aber darum bekam er vier. Dann heißt er Aniel Menachem Yedidyahu Menashe. Er kann's, aber er musste üben. Ja, und mit jedem Namen möchte man eine Botschaft weitergeben. Also auch da, die Simeoniter hatten diesen El Yoenai. Meine beiden Augen sind auf den Herrn gerichtet. Jetzt können wir weitergehen, Kapitel 7, Vers 8, kommt auch wieder vor. Und wer schnell schreiben kann, Esra 8, Vers 4, 10, Vers 22, 10, Vers 27 und dann Nehemiah 12, 41. Also ich wiederhole. 1. Chroniker 3, 23, 24 hatten wir. Dann 1. Chroniker 4, 36, 7, 8. Esra 8, 4, 10, 22, 10, 27 und Nehemiah 12, 41. Also auch in der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft, nach dieser Katastrophe, da gab es wieder Eltern, die sagten sich, wir nennen unser Baby El Yoenai. In welcher Zeit auch immer oder in welchem Stamm auch immer, dieser Wunsch, beide Augen auf den Herrn richten. Und wir haben noch heute Morgen, ganz am Anfang, in der ersten Stunde, aus Hebräer 12 die Worte gelesen. Können wir das kurz nochmals aufschlagen? Hebräer 12, Vers 1. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Ich war hier, geht es um das Bild von einer Rennbahn. Mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Unser Leben, und das gilt jetzt auch für das kommende Jahr, ist eine Rennbahn. Und da ist es ganz wichtig, dass man beim Rennen nicht irgendwo hinschaut. Es geht um kleine Sekundenbruchteile, die entscheidend sind. Und jeder Blick daneben, der nicht einfach ganz klar aufs Ziel gerichtet ist, der bringt Verlust. Und darum eben dieses Wort hinschauen auf Jesus, das wissen wir, wie die Elberfelder erklärt in der Fußnote, eigentlich wegschauend von allem anderen auf Jesus hin. Das Wort heißt wegschauen, aber der Text sagt wegschauen auf Jesus. Ja, wie geht das wegschauen auf Jesus? Nicht wegschauen von Jesus. Nein, wegschauen auf Jesus, das heißt von allem anderen weg, auf ihn schauen. Eben, wie der Läufer ganz klar fixiert sein muss, fixiert. Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und da haben wir auch eine hilfreiche Fußnote in der Elberfelder Übersetzung. Und zwar die Fußnote 8. Da wird dieser Anfänger genannt Urheber oder Anführer. Das heißt, einer, der in einer Sache den ersten Schritt tut und anderen vorangeht.
Das ist gemeint, der Jesus hat sein Leben von 33 Jahren gelebt. Bis zur Mitte seines Lebens. Nach der Bibel ist das die Mitte des Lebens. Und ich war, Lebenserwartung nach Psalm 90 in der Wüstenwanderung war 70 Jahre. Und alles andere ist dazu geschenkt. Schön, aber manche dürfen dann noch 30 Jahre leben. Also, Michaels Onkel, er wurde jetzt gerade vor kurzem beerdigt. Der hätte schon längst heimgehen wollen, aber er wurde halt 100. Also hat noch 30 Jahre dazu geschenkt bekommen. Ja, also, der Jesus in der Mitte seines Lebens für uns ans Kreuz gegangen. Aber er hat von Anfang an, von der Krippe bis zum Kreuz, hat er gelebt aus Glauben. Und die Evangelien beschreiben uns das, damit wir eben hinschauen können auf Jesus, den Anfänger des Glaubens. Und der dann auch das Ziel erreicht hat, als der Vollender. Und so können wir uns an ihm orientieren. Und hier wird besonders betont, er hat die Schande nicht geachtet. Er wusste, was alles über ihn kommen würde. Im Zusammenhang mit der Kreuzigung und mit dieser ganzen schrecklichen Verurteilung und dem Prozess, was das alles beinhaltete. Er wusste es. Und er hat das nicht geachtet, weil er gesehen hat, nach dem Kreuz wird es eine so große Freude geben. Da wird ihr sagen können, wie Hebräer 2 sagt, siehe, ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Er wusste einfach, dass die Kinder Gottes einmal ihn umgeben würden. Siehe, ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. In Johannes 17 sagt der Herr Jesus, dass die Erlösten ein Geschenk sind vom Vater an ihn, den ewigen Sohn. Siehe, ich und die Kinder Gottes, die du mir gegeben hast. Und so hat er diese Freude gesehen. Und diese Freude stand vor ihm, auch als er vor Pilatus stand. Auch als er vor dem Sanhedrin angespuckt wurde. Er sah diese Freude und hat darum das Kreuz erduldet. Und sich dann gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. So sollen wir wegschauen auf ihn hin. Also fixiert wie in der Rennbahn. Man darf nicht wegschauen. Und dann ist es so, ganz wichtig sind die Leute im Stadion. Also die Leute, die da in den Rängen rundherum sitzen. Die sind ganz entscheidend. Die ermutigen. Und das ist diese große Wolke von Zeugen in Vers 1. Also hier wird das bildlich so dargestellt. Wir Kinder Gottes heute. Wir rennen in der Rennbahn. Und wir können zurückschauen auf den Herrn Jesus, wie er von der Krippe zum Kreuz ging. Aber dann haben wir die alttestamentlich Gläubigen, die sagen, wir haben es auch geschafft. Wir sind auch den Weg des Glaubens gegangen, durch große Mühen hindurch. Aber wir haben es auch geschafft. Und sieht man diese Mühen, wie die beschrieben werden in Hebräer 11, da, wo es geht um die Glaubenshelden und Glaubensheldinnen. Ja, es wird ja auch über Frauen gesprochen in Hebräer 11. Darum betone ich das. Und nun heißt es in Vers 36 von Hebräer 11, andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht. Und dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt. Das bezieht sich auf Jesaja übrigens, der vor seinen Feinden floh in einen hohlen Baum und dann haben sie den hohlen Baum umgesägt mit Jesaja. Und dann versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben Zeugnis erlangten und so weiter. Also, die haben nicht nur Schönes erlebt im Leben. Die Schöpfung ist wunderbar. Wir können uns immer wieder
neu daran erfreuen. Aber es ist nicht alles, was wir erleben, ist wunderbar. Aber die haben das geschafft und die sind jetzt da in den Rängen gewissermaßen und sagen, hopp, 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 ihr schafft es auch. Und zwar haben wir das, was sie nicht hatten, die hatten die Evangelien nicht, die hatten das Beispiel des Herrn Jesus, womit das Neue Testament fanfarenartig eröffnet wird, mit Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Sie hatten das alles nicht. Und trotzdem haben sie es erreicht, das Ziel. Sie wussten, der Messias wird einmal kommen. Sie wussten vieles über den Messias, je nachdem, aus dem Alten Testament. Aber es ist nicht das Gleiche. Dass wir so auf den Herrn Jesus schauen können, auf sein Leben und wie er das alles erduldet hat, auch diese Ungerechtigkeit der Menschen. Ganz besonders am Schluss. Aber wir haben das. Wir schauen auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, fixiert auf ihn, der eben die Schande einfach auf die Seite tun konnte, weil er das Ziel sah, die vor ihm liegende Freude. Und das ist eine unglaubliche Motivation. Ich glaube, wenn wir etwas vor uns haben, auf das wir uns freuen, das gibt Motivation. Und so hat der Herr Jesus das gemacht. Und dann sehen wir haben nicht nur hinschauend, im Sinn von wegschauen von allem auf Jesus hin, sondern in Vers 3 haben wir betrachten. Betrachten ist so ein ruhiges Hinschauen. Betrachtet den, der so großen Widerspruch meint, sie haben gegen ihn argumentiert, gegen ihn gesprochen. Man denke an Dienstag vor Karfreitag, all diese Diskussionen auf dem Tempelplatz. Der Herr hat sie zwar alle widerlegt, Schluss haben sie nur noch geschwiegen. Aber er hat diesen Widerspruch der Sünder gegen sich erduldet. Und das soll uns Mut machen, damit wir nicht ermüden, indem wir unseren Seelen ermatten. Wir sind bald einmal an dem Punkt von Elia angelangt. Nimm meine Seele. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Und er sagte auch, ich bin allein übrig geblieben. Drum, er sagt, ich bin auch nicht besser als meine Väter, aber ich bin besser als alle, die jetzt leben. Das war Hochmut bei ihm. Aber eben, er war ganz am Boden und sagt, nimm meine Seele weg, dass sie stirbt. Nach einem großen Erfolg auf dem Karmel und dann auf der Flucht vor einer bösen Königin und dann ganz am Boden. Eben, wir sind so schnell an dem Punkt ermüdet, in den Seelen ermattet. Aber der Blick auf den Herrn Jesus, der hilft uns wieder. Elioinai. Auf den Herrn sind meine beiden Augen gerichtet. Und zum Schluss möchte ich noch ein Wort lesen aus Psalm 25. Vers 15. David, der Vorfahre von Elioenai, sagt, meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Denn er wird meine Füße herausführen aus dem Netz. Schön. Genau diese Botschaft. Stets, nicht ab und zu. Und natürlich, in 1. Petrus 1 erfahren wir, Petrus sagt, ihr liebt den Herrn Jesus, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. Das ist das, was wir auch sagen müssen. Wir haben den Herrn Jesus noch nie gesehen. Aber Epheser 1, Vers 18 sagt, dass wir mit den Augen unserer Herzen Dinge erkennen können, die man sonst nicht sehen kann. Und darum können wir sagen, meine Augen, meine inneren Augen des Herzens sind auf den Herrn gerichtet. Und das nehmen wir als Verheißung. Denn er wird meine Füße herausführen aus dem Netz. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Die Ängste meines Herzens haben zugenommen. Führe mich heraus aus meinen Drangsalen. Sieh an mein Elend und meine Mühsal und vergib alle meine Sünden. Und so weiter.
Und dann möchte ich noch lesen, Psalm 32. Ich habe gesagt, zum Schluss. Eben noch etwas aus dem Alten Testament. Psalm 25 und Psalm 32. Nachdem David seine Sünden vor dem Herrn geordnet hatte, Verse 1 bis 5, da wendet sich alles im Psalm zum Guten. Und dann sagt Gott in Vers 8, ich will dich unterweisen und dich den Weg lehren, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend will ich dir raten. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, das keinen Verstand hat. Mit Zahn und Zügel, ihrem Schmuck, musst du sie bändigen. Sonst nahen sie dir nicht. Hier sagt Gott, mein Auge auf dich richtend will ich dir raten. Ja, so ist es. Wenn wir auf den Herrn schauen, dann begegnen wir seinen Blick. Es gibt eine ganze Reihe von Stellen. Es gibt eine Aufnahme von einem Vortrag, den ich gemacht habe über die Augen des Herrn Jesus in den Evangelien. 7 Stellen, wo der Herr Jesus mit Menschen Augenkontakt hat. Wie zum Beispiel mit Petrus. Der Prozess war gerade eben vorbei. Die Türe ist aufgegangen im Palast von Kaiaphas. Petrus draußen hat den Herrn verleugnet im Hof und dann treffen sich die Augen. Lukas 22. Und Petrus bricht zusammen. Also, wenn wir auf den Herrn schauen, aber Petrus musste auch hineinschauen, und dann kam es zum Augenkontakt. Und so haben wir das 7-mal in den Evangelien. Augenkontakte mit dem Messias. Und hier, wenn wir auf den Herrn Jesus schauen, dann gilt, dass er auch Augenkontakt hat mit uns. Mein Auge auf dich richten will ich dir raten. Und es gibt in der Erziehung dieses Vorrecht nicht bei allen Kindern. Da kann man mit den Augen kommunizieren. Und alles ist klar. Aber diese Kinder müssen auch Interesse haben, den Augenkontakt mit dem Vater oder mit der Mutter aufzunehmen. Und da kann man sprechen. Über die Augen. Es ist unglaublich, was kommuniziert werden kann. Ist alles gerade klar. Keine Worte, nichts. Und wenn wir so auf den Herrn Jesus schauen, dann kann er uns unterweisen und den Weg lehren, den wir wandeln sollen. Und so müssen wir jetzt seine Gemeinschaft, seine Nähe täglich neu suchen, auch im kommenden Jahr. Und dann kriegen wir diesen Augenkontakt. Dann sollen wir nicht sein wie Pferde oder Maultiere. Die muss man zügeln. Ich war, auch da sind die Pferde nicht alle gleich. Aber ich hatte einmal ein Pferd. Das war einfach fantastisch. Das war das Highlight von meinem Reiten. Ich musste nur mit den Fersen ganz leicht hinten drankommen. Und wie eine Rakete, also wie ein super BMW, ist das Pferd losgezogen. Unglaublich. Und dann gibt es solche, die da muss man... Es nützt alles nichts. So etwas nennt man Gaul, ja? Ja, aber so sollen wir nicht sein. Eben, dass Gott uns mit Zügel und Zaum uns ständig in die richtige Richtung bringen muss. Sondern nur leicht dran, und dann Zügel, taff. Also richtig, wie man es dann auch fürs Galoppieren macht. Wow. Und so sollen wir uns bemühen, diesen Augenkontakt haben, indem wir uns diesen Namen ins Herz schreiben, Elioenai. Meine beiden Augen sind auf den Herrn gerichtet.